So, herzlich willkommen bei Taipan TV. Mein Name ist Thomas Bob und Sie sind wieder mal bei Bobs Börsenecke, wo es um Charttechnik geht. Und da zeige ich heute mal, wie gut die funktioniert. Wir nehmen den DAX, wir nehmen den S&P, wir nehmen den Bitcoin, wir nehmen den Gold und Rohöl auseinander. Also, dabei bleiben und gleich geht's weiter. So, fangen wir mal wie immer gleich an mit dem DAX. Also, großer Verfalltermin voraus. Am kommenden Freitag ist es soweit. Ich hatte gesagt, wir bekommen eine ähnliche Bewegung wie hier zum großen Verfalltermin. Auch wenn es möglicherweise auf dem Weg nach oben ein solches Short-Signal gibt. Das entsteht, wenn dieser Indikator, der blaue Balken, auf die rote Linie zurückfällt, wenn er vorher drüber gestanden hat. Trotzdem sehe ich neue Hochs im deutschen Aktienindex auf uns zukommen und siehe da, genau heute hat der DAX bei knapp über 18.000 Punkte erstmals in seiner Geschichte geschlossen. So, was kann noch kommen? Nach oben kann es nochmal um 50 Punkte oder 60 Punkte weitergehen. Dann hat der DAX die obere parallele Trendlinie hier erreicht. Und dann denke ich, wenn das um den großen Verfalltermin kommt, dass dann erstmal Schluss mit lustig ist, weil in den letzten Jahren kam es sehr oft im März erstmal zu einem Hoch, was einige Wochen lang nicht mehr überschritten wurde. So, worauf muss man achten? Auf Three Line Break bedeutet, wir nehmen uns jetzt mal diesen Kasten hier. Das heißt, wenn der DAX unter 17.678 Punkte schließt, machen wir mal das Ganze 17, 6, 7, 8. So, jetzt ist die Linie genau angepasst. DAX unter 17, 6, 7, 8 mit dem heutigen Tag. Dann haben wir ein neues Verkaufssignal. Solange das nicht der Fall ist, könnte es vielleicht noch mal etwas weitergehen. Aber es liegt natürlich auch am Schlusskurs von heute. So, was könnte gegen diese These sprechen? Ganz einfach, dieser Chart, hier hatte ich vorgestern meine Analyse gemacht, habe gesagt, Kampf an Widerstandslinie hat begonnen. So, das war, wo der DAX hier noch knapp drunter gestanden hat. Tja, das ist jetzt vorbei. Der Kampf an der Widerstandslinie haben die Bullen gewonnen. Und das gilt jetzt so lange, bis diese graue Linie wieder unterschritten wird. Gucken wir mal, wo die verläuft. Die verläuft momentan bei 17.856 Punkte. Dann ist der Kampf, geht in die nächste Stufe, wenn es wieder zurückfällt unter die graue Linie. Wenn das aber nicht der Fall ist, könnte man jetzt sagen, der DAX steigt bis zur oberen Linie bei über 19.000 Punkte. Natürlich ist das jetzt keine Prognose von mir, sondern das sagt ja einfach diese Linie. Ich sage, es geht jetzt erstmal nicht dahin. Ich sage, wir haben im März jetzt ein Hoch, der dann nicht mehr für die nächste Zeit überschritten wird. Obwohl hier dieser Trend-Trader-Chart sagt, anhand dieses, das ist ja ein Bullish Engulfing Pattern, dieser Chart. Das heißt, der Kerzenkörper hier wurde vom Kerzenkörper hier, der unteren auf der Oberseite, ausgenommen. Das ist ja Bullish. Kann also auch sein, dass ich diesmal etwas falsch liege. Dazu mal ja hier der Trend Strength Index wieder auf ein neues Hoch gestiegen ist. Und auch die Wochenindikatoren, wie schon seit Wochen, weiter bullig sind. Zudem ist ja hier diese Widerstandslinie bei 17.552 Punkte überschritten. Letzte Woche hatte ich geschrieben, maximal kann es zum Pullback bis 17.552 kommen. Der DAX ist nicht bis dahin gerutscht, würde bedeuten, leichte Stärke ist aufgrund dieses weniger starken Rückgangs vorhanden und die Advanced, die Kleinlinie, sagt ja auch wieder mal ein neues Hoch. Und wenn ich also falsch liege, könnte der DAX weiter steigen bis, was haben wir hier, machen wir mal eine Linie. Naja, auch hier sagt er 19.295. Das wäre aber dann das Extrem. Nichtsdestotrotz sage ich hier um diesen Zeitpunkt, gibt es ein Hoch und dann geht es erstmal wieder längere Zeit seitwärts. So.
So, und wenn wir schon dabei sind, uns die Aktienmärkte anzuschauen, möchte ich nicht vergessen, den S&P mal zu erwähnen. Auch der scheint zum großen Verfalltermin hier auf ein neues historisches Hoch zuzusteuern. Und dann müsste es auch hier zu einer kleinen oder größeren Korrektur der Seitwärtstendenz kommen, was natürlich hier bei diesem Index das ganz große Ziel ist, hatte ich ja hier schon vor einigen Wochen mal gezeigt, ist 6.697 Punkte. Ob das in dem Jahr kommt, ich habe den Abstand hier genommen von diesem Tief zur Ausbruchslinie, das ganz einfach nach oben gespielt. Auch hier einen kurzen Blick auf die Advance, die Kleinlinie, die ist auch auf ein neues historisches Hoch gesprungen, ist also alles bullisch. Dazu mal ja hier der Three-Line-Break-Chart. Auch den möchte ich mal zeigen, ja, unlängst ersten Verkaufssignal gegeben hat. Und wenn wir immer sowas sehen, immer mal einen roten Kasten, dann geht es wieder hoch, wieder einen roten Kasten, dann geht es hoch. Jetzt haben wir das gleiche Spiel. Das heißt, der S&P könnte jetzt nochmal vielleicht zwei, drei kleine Kasten hinlegen. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, noch zwei, drei kleine Kästchen auf der Oberseite könnten kommen, dann sehe ich hier eine mögliche kleine oder große Korrektur auf uns zukommen, oder zumindest mal eine Top-Bildung. So, also S&P ist bullisch, der DAX ist bullisch, große Wahrscheinlichkeit für ein Hoch ist in diesen Tagen gegeben. Ob so kommt, wird sich zeigen. So, was habe ich heute noch auf dem Plan? So, ich habe mir hier einen Spickzettel gemacht. Ah ja, heute haben wir noch was anderes auf dem Plan, nämlich um euch zu zeigen, was für ein toller Hecht ich bin. Hier, also Bitcoin hatte ich hier vor einigen Wochen, vor einiger Zeit, was haben wir hier? Wir haben hier einen Wochenchart. Vor einiger Zeit hatte ich gesagt, hier Jungs, der Bitcoin wird in Richtung Zielzone steuern. Ich denke, er wird noch etwas höher gehen. Und habe diese Prognose hier in diesem Kanal bei Taipan TV präsentiert. Und jetzt kommt's. Ich hatte noch eine kurzfristige Prognose gemacht und die beruhte darauf, dass ich diese Aufwärtsbewegung genommen habe, habe die an dieses Tief rangelegt und habe gesagt, der Bitcoin wird auf ein neues historisches Hoch steigen. Das heißt, er wird diese rote Widerstandszone überschreiten und möglicherweise ein Hoch bei 71.060 Dollar pro Stück machen. So, was haben wir jetzt hier? Genau am zweiten Tag, als diese Linie angesteuert wird, kommt jetzt ein Short-Signal. Hier unten ist der gleiche Indikator. Blauer Balken über der roten Linie. Rückfall heißt, es kommt hier ein Abwärtskurs. So, 71.060 ist jetzt erreicht. Soll man jetzt sagen, dass der Bitcoin nach unten geht? Nein, das sagt man natürlich nicht. Sondern man sagt, es könnte vielleicht jetzt noch etwas weiter nach oben gehen, bis der RSI 25 diesen Trend nach unten bricht. So, dann könnte eine Korrektur starten. Ich mache das jetzt mal als Beispiel so. Oder aber eine Seitwärtstendenz, wie hier zum Beispiel anstehen. Hier ging es ja auch nach oben, dann kam es zu einer Seitwärtstendenz als der Indikator den Aufwärtstrend gerissen hat und es ging nicht kräftig nach unten. Naja, gut, es ging halt ein paar Dollar nach unten, und zwar nicht kräftig, sind ja immerhin noch 20%. Aber das könnte jetzt beim Bitcoin anstehen, wenn dieser Indikator hier unterschritten wird. So, mein Ziel ist nämlich erreicht. Gut, so, das war der Bitcoin, den ich jetzt gezeigt habe. Jetzt habe ich noch als zweitletztes Gold. So, hier haben wir den Chart. Auch hier bestehe ich darauf, den Titel Toller Hecht des Tages zu bekommen. Das ist eine Langfristprognose, die ich schon vor längerer Zeit hier präsentiert habe. Habe gesagt, wir haben im Bitcoin eine Tasse mit Henkelformation und jetzt ist Bitcoin endlich nach oben ausgebrochen, hat nämlich diese Hochs hier ausgenommen. Und mein großes Ziel liegt bei 3.050 Dollar. Wird es jetzt die nächsten Tage weiter nach oben gehen? Natürlich nicht. Das ist der entsprechende Chart dazu, nämlich Bitcoin, Entschuldigung, der Gold-Future hier an der Comex gehandelt,
hat nämlich diese rote Widerstandslinie angesteuert und überschritten. Leider Gottes nicht für längere Zeit, sondern er hat diese Widerstandszone überschritten und wurde sofort zum Verkauf gegeben. Die Korrektur ist nicht relevant. Sagen wir so, der Aufwärtstrend ist immer noch intakt. Der Supertrend steht auf Kauf. Das heißt, Gold wird sich erstmal die eine oder andere Woche oder mehrere Tage seitwärts bewegen, bevor es vielleicht zum Ansturm wieder auf diese Widerstandszone und darüber geht. Also, wer auf Goldgewinne sitzt, sollte sich überlegen, etwa ein paar Chips vom Tisch nehmen. Wenn es jetzt nicht an diese rote Linie geht, dann achtet bitte auf 2122. Dort liegt der Supertrend-Indikator und wenn der dann unterschritten wird für 2 Tage, dann haben wir ein neues Verkaufssignal. Also im besten Fall könnte sich Gold mehr oder weniger seitwärts bewegen, um Kraft zu sammeln, damit es nach oben weitergeht. So, und jetzt kommen wir zum letzten Markt, bei dem ich vielleicht ein zukünftiger toller Hecht sein werde oder auch nicht. Es ist Rohöl, der Rohöl Future WTI an der NYMEX gehandelt in den USA. Das ist der langfristige Chart ab 2009. Hier möchte ich auf die sehr schöne Tasse mit Henkel-Formation hinweisen mit der Überschreitung der 200-Tage-Linie, mit einer Zurückeroberung dieser grünen Unterstützungszone und mit einem Rohöl-Future, der momentan an diesem roten Abwärtstrend hängt und möglicherweise ein Kaufsignal gibt anhand dieser Formation, der 200-Tage-Linie-Kreuzung und des Trendbruchs, um weiter zu steigen bis in den Bereich um 89 bis 94, 95 US-Dollar. Das heißt, wenn das jetzt so kommt, müsste Rohöl mit einer längeren weißen Kerze hier ausbrechen und durchstarten. Wenn das hier kommt in den nächsten Wochen nur mit einer Hin- und Herbewegung, dann ist das Signal nicht relevant. Und Rohöl wird sich dann in der nächsten Zeit auch mehr oder weniger hier auf diesem Niveau seitwärts bewegen. So, das war der letzte Markt, den ich hier unter die Lupe genommen habe. Wem dieser Kanal gefällt, bitte abonnieren. Wir haben jetzt 1160 Abonnenten, da sollen mal 20.000 draus werden, wann immer das auch sein wird. Dazu brauche ich natürlich eure Hilfe. Und wer keine Ahnung von Charttechnik hat, dem wird auch geholfen auf der Website von Taipan Insight. Gibt es das Monatsmagazin Taipan Insight mit einem Charttechnik-Training, mittlerweile 12 Teile mit verschiedenen Specials, die bestimmte Themen aufgreifen. Das Neueste wird jetzt bald erscheinen, da geht es um den Januar-Barometer. Und wenn man hier weiter nach unten scrollt, gibt es auch was über Dividenden, gibt es was über Saisonalität. Hier unten kann man sich alles runterladen, natürlich gibt es das auch ins Postfach, wenn man sich hier einträgt. So, das war's aus Bobs Börsenecke. Tschüss und bis zum nächsten Mal.